und stand. So, Rosa Galieva als Nächste am Boden. Eine der Kleinsten in der Mannschaft, aber nicht unerfahren, im Gegenteil. 15 Jahre alt, die Kleine aus Almaluk vom zentralen SC in Almaluk. 29 Kilogramm werden jetzt gleich über die Matte wirbeln. Und der doppelt gestreckte hier am Boden, besser kann man den gar nicht zeigen. Sie gehörte im Vorjahr schon als 14-Jährige dem siegreichen Weltmeisterteam an, durfte da starten, ein Jahr vor Olympischen Spielen mit 14 ist das möglich, um den Turnerinnen den Start hier bei Olympia zu gestatten und vorbereiten zu helfen. Und russische Folklore. Da erinnert sie ein wenig an Naksana Amiljanschik, die Weltmeisterin von 85. Die ist auch ihr Vorbild. Und Umkehrreihe, sofort zurück in die nächste Diagonale mit einer doppelten Schraube. Und am Ende einer schwierigen Bodenübung noch ein Zuckerhaken. Einer der schwierigsten Sprünge überhaupt. Der Wirbelwind aus Almaluk. Fantastisch, was dieses kleine Persönchen hier auf die Matte zaubern kann. Die erste akrobatische Reihe noch einmal. Und die abschließende. Tja, ich glaube, die sind tatsächlich nicht zu gefährden. Wo nehmen diese Mädchen nur ihre Sicherheit her, solche Schwierigkeiten so souverän zu verkaufen?